Moin, moin, lieber mal draußen und willkommen zurück in 60 Seconds. Auch das Spiel genannt, was aussieht, als wäre es von den Simpsons-Machern gemacht worden. Und es beinhaltet eigentlich nur entweder sehr schlanke oder sehr fette Menschen. Also, ich habe vor, Let's Plays zu starten. Also wird dieses Projekt jetzt in Let's Plays auch gestartet werden. Also Leute, ihr könnt ja mal eure Meinung zu Let's Plays gerne in die Kommentare schreiben. Jedenfalls wird dieses Projekt jetzt in Let's Play stattfinden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Unser heutiges Ziel ist es natürlich, hier mal mit den Ödlandbewohnern zu sprechen. Da müssen wir immer noch den Little Boy nehmen, weil die Zarbombe ein bisschen zu groß ist. Und es ist natürlich wirklich ein bisschen große Explosion da unten, ne? Tammy, darf ich dich mitnehmen? Was meinst du denn, das Schönes? Oh, er meint ein Auto! Aber ich hoffe auch einen guten Lamborghini, sonst schleiß ich dich wieder aus dem Bunker raus. Darf ich dich bitte reinschmeißen? Gucke mal, wir brauchen alles. Wir brauchen eine Frau, wir brauchen auch Insektenspray und ein Radio. Auch Radio nehmen wir einfach mit. Vielleicht kann uns das Militär ja trotzdem helfen. Und vielleicht können wir in der letzten Situation doch nochmal einen Sieg bei den Militär erbeuten. Ne? Meinen Kind? Geht mir völlig auf die Säcke. Das ist ja schon wieder am Rumtröten. Ich weiß nicht, was die da im Musikunterricht gelernt hat, aber bestimmt nicht das Rumspiel mit einer Trompete oder was auch immer das für ein Instrument ist. Ich habe meine Lampe kaputt gemacht. Die war von Ikea. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Bitte habt nur einen Platz. Er hat zwei Platz. Ich hasse dieses Spiel. Wir können aber noch genug Essen holen, weil hier habe ich schon Essen gesichtet. Nimm, nimm, nimm zusätzlich und nimm noch mehr. Okay. Wir warten jetzt. In den 3 Sekunden hätte ich bestimmt noch mal eine Wasserflasche holen können. Gucke mal, wir haben meine unfassbar schlanke Frau. Wir haben ein unfassbar fettes Kind. Und wir haben ein unfassbar schlankes Kind. Was ist denn eigentlich, Team? Jetzt guckst du Boy Scout? Eine Taschenlampe kann als Lichtquelle und als Signalgeber dienen. Ja, Tee, da bist du ganz beeindruckt. Du hast ja noch nie gewusst, dass eine Taschenlampe Lichtquelle ist. Ich weiß, kennt man aus Physikunterricht, aber naja. Boah, Alter, wir sind hier einen Tag unten und der hat aber auch einen Haarwuchs eines Gottes, Alter. Der ist jetzt schon halb Odin geworden. Timmy, du bist doch Meister der Sammler, ne? Du gehst mit deiner Gasmaske los und ab ins Ödland. Ich will nur mal erwähnen, wie schön ich aussehe, ja. Gucke mal Meridiana an. Die hat so ein hässliches Haargummi. Sieht aus wie Kaugummi eigentlich. Was hier, guck mal, ist schon hier eine schicke Oberweite, würde ich mal so behaupten. Und ja. Seit unserem ersten Tag im Atombunker fragen wir uns, was es mit der anderen Tür im Bunker auf sich hat. Sollen wir da hin? Wo führt sie hin? Höchste Zeit, Antwort zu finden. Ich will nicht wissen, wie ihr eigentlich eine Tür in diesem Bunker übersehen habt. Das ist schließlich euer Bunker, der in eurem Haus war. Aber na gut, ich will euch ja nicht stören, Mann, Leute. Ihr habt den Bunker auf jeden Fall schön angelegt. Entweder sind wir am Durchdrehen oder der gesamte Bunker will mit das von kleinen Insekten. Oder Schlimmeren. Es ist Schlimmeres. Es sind Spinnen. Kein winzig klein, sondern riesige, haarige, gruselige Biester. Sollte eigentlich auch Ratatouille. Wir müssen sie irgendwie loswerden. Also, die Sache ist, ich weiß, dass Mary Jane mutieren kann. Das habe ich nämlich gestern von Kat erfahren. Und deswegen brauche ich die Spinnen. Dafür habe ich nochmal recherchiert. Das heißt, ich werde jetzt nichts machen. Spinnen, komm zu mir, meine Arme. Und bitte beiß Mary Jane. Oh, Timmy! Du lebst! Du lebst, mein Kleiner! Du hast die Gasmaske zerstört, du kleiner Mistsack! Du bist eine Enttäuschung für die ganze Familie. Schande über dich. Aber du hast bestimmt was mitgebracht. Du hast eine Dosensuppe mitbekommen. Eine Dosensuppe. Sei froh, dass ich dir noch Trinken abgebe. Wir haben nichts mehr. So, Meridiane, du musst jetzt rausgehen ohne. Doch, du darfst was mitnehmen. Du darfst die Karte mitnehmen. Und gehst mal dahin, bitte. Ja, das ist richtig geiler Scheiß, ja. Aber guck mal. Ja, Thomas ist der Geräuschpegel ziemlich hoch. Etwas hat seinen Morgen laut rumort und noch nicht schlafen lassen. Es scheint sich unter uns zu befinden. Und zufällig haben wir die Luke gefunden. Wo? Alter, hier ist eine Luke zu finden, hier ist eine Tür zu finden. Alter, was habt ihr denn für Bunker gekauft? Sag mal, ihr habt ihr noch nicht einmal in diesen Bunker reingeguckt oder was? Gottes Willen. Es leben ja noch alle. Und du hast Wasser mitgebracht, Mary, ich liebe dich. Du hast die Karte kaputt gemacht. Egal, du hast Wasser. Wir werden alle überleben. Was nur?
Oh, also Mary! Mary motherfucking Jane! Du bist ein halbes Naturwunder! Ja, mein simples Problem. Wenn wir uns nicht waschen, werden sie krank. Sehr krank. Ich weiß nicht, wie ihr euch waschen wollt mit Insektenspray, einer Gasmaske oder Munition, aber wir nehmen heute mal die Munition. Dann Timmy, raus in die Freiheit. Du darfst sogar eine Taschenlampe mitnehmen. Nein, ich habe Angst, dass die Dorf-Wellish-Leute da was von mir wollen. Deswegen darfst du nichts mitnehmen. Unser Radio gibt seit einigen Stunden keinen Ton mehr von sich. Wir brauchen unsere Nachrichten. Wir brauchen unsere Musik. Ja, ich hoffe, da läuft irgendwie Helene Fischer im Radio. Stimmt's, Helene? Atemlos. Durch die Nacht. Wir haben das Radio kaputt gemacht. Wie scheiße kann man eigentlich ein Radio betätigen, das wirklich hier alles kaputt ist? Das sieht aus, als wäre das wirklich eine Bombe gewesen, die jetzt irgendwie explodiert ist. Die String-Scharade-Spielkammer raus, dass Mary Jane Anti-Establishmentarius nicht buchstabieren kann. Ich kann es nicht mal aussprechen. Was dann euch sehr enttäuschte. Sie besteht darauf, dass Mary Jane Haus- oder besser gesagt Bunkerunterricht bekommt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Haus hier unten. Ja, komm, sie bekommt Unterricht. Gerade cool, hätte ein paar mehr Unterrichtsstunden gebrauchen können. Der Typ kann nicht mal inkognito aussprechen. Heute werden wir von Tropfgeräuschen geweckt und haben gemerkt, dass etwas aus dem Rohr tritt. Die grüne Flüssigkeit wirkt ungefährlich, auch wenn sie sich durch den Tisch gefressen hat. Ja, es scheint ungefährlich zu sein. Und durch den Stuhl und den Boden, wir sollten das Rohr wohl reparieren. Wir brauchen den Koffer nicht, Koffer sind unwichtig. Wir liegen eingesperrt in einem winzigen Bunker und haben kaum Vorräte. Wenn wir überleben wollen, müssen wir handeln. Wir wissen, dass sich eine Gruppe Senioren in den Ruinen des Alters versteckt. Wer bringt die alle um? Auf die Senioren, dreimal. Hoch, hoch, hoch. Timmy? Ist sie jetzt so rausgegangen ins Ödland? Der hat nichts gesehen. Kein Wunder, dass er kein Wasser mit nach Hause gebracht hat. Timmy, wegen dir wird jetzt deine ganze Familie sterben. Dankeschön. Was hast du denn mitgebracht? Ein Gewehr und Munition. Und eine Karte. Alles, was ich nicht brauche. Aber dankeschön, Timmy. Wir haben dich auch lieb. Nach der letzten Expedition wissen wir, dass in unserer Straße ein Fahrzeug steht. Das sieht ziemlich einzigartig aus. Komm, wir gehen da mal hin. Timmy, du siehst eh nichts, also gehst du da hin. Handelt sich um einen verdreckten Eiswagen? Ich sehe ein bisschen hingeguckt und bräuchte neue Räder und andere wichtige Teile. Okay. Warte mal hier. Eiswagen. Ja, jetzt habe ich. Ich hoffe, da war noch was drin hier. Also, Marianne. Du bist doch mega happy, mal wieder auf Expedition zu gehen, oder? Wir schicken dich einfach hier hin, okay? Weil da ist ein Park. Und Parks sind sowieso immer voll mit Springbrunnen und Springbrunnen bringen Wasser. Genau, Marianne. Na gut, gestorben hat die Dehydrierung. Schade. Ja, das ist eine traurige Runde gewesen. Du bist gestorben? Ach was.